Herzlich willkommen zu einem neuen Action-Horror, meine Freunde. Und ich sage euch mal, wie es ist, ganz ehrlich, das sollte gar kein Action-Haul werden. Denn ich wollte für ein Bastelprojekt eine Leinwand kaufen. Die zeige ich euch ganz zum Schluss, weil ich habe hier gerade den ganzen Tisch voller Krams, was ich so eingekauft habe. Für die Tüte am Ende war ich zu geizig, deswegen muss ich das alles gerade mit meiner Leinwand hier hochtragen. So, lasst uns loslegen. Ich habe ja hier so ein Dekorationsgerät, ich glaube, es steht sogar hinter mir im Schrank, mit so einem, ja, so einem Fläschchen mit einem Leuchtteil drin, also diese Lichterkette, die hier man in so eine Flasche reinsteckt. Bei mir ist die Batterie leer, könnte man austauschen, aber faul wie ich bin, habe ich mir einfach ein neues Teil gekauft. Vielleicht verschenke ich auch nochmal ein Lichtchen zu Weihnachten, also von daher besser haben als brauchen. Also so sieht das Ganze dann aus. Ist total süß in der Weihnachtszeit. Und ja, ich liebe ja leuchtende Deko in Regalen. Und ich und Kerzen sind ja nicht so Freunde, ne? Ich lasse sie immer an. Deswegen sind Lichterketten bei mir deutlich besser aufgehoben. Ja, und damit es auch nicht langweilig wird, habe ich mir auch noch dieses Teil hier mitgenommen. Fand ich total witzig. Ist, glaube ich, auch super einfach selbst gemacht, bin ich mal ganz ehrlich. Es ist einfach so ein, ich hoffe, man erkennt es, so ein Band, wo eine Lichterkette eingearbeitet ist. Ich hatte überlegt, damit ein kleines DIY zu machen, mal gucken. Ansonsten möchte ich das hier irgendwo so spannen, ne? Als moderne Wäscheleine vielleicht. Nein, Spaß. Aber ich fand das hier, wie es auf dem Bild ist, ganz süß. Ich weiß gar nicht, was gekostet hat. Ich glaube 2-3 €. Also wie gesagt, ihr könntet euch auch eine Lichterkette für 99 Cent kaufen und es selber tun und einfach um so ein Band wickeln. Ich meine, ich hätte es zu Hause, aber ja, Faulheit geht vor. So, was haben wir noch gekauft? Ja, Gläser. Ich habe hier solche Gläser mitgenommen. Ich fand sie irgendwie süß. Also ja, ihr seht, es ist wieder rosa dran. Es ist so ein bisschen Merry Christmas, Weihnachten. Hier seht ihr das, ne? Ich habe sie eigentlich auch nur mitgenommen, weil aktuell meine, ich habe so Ikea-Gläser und da lagert sich so eine Kalkschicht ab. Und jedes Mal nach dem Geschirrspüle schrubb ich mir da einen ab und ich habe einfach keine Lust mehr. Deswegen dachte ich, so ein paar Billiggläser gehen auch. Dann habe ich aus der Food-Abteilung, ja, ich bin ja aktuell glutenfrei unterwegs, diese Nudeln nochmal mitgenommen. Ich muss aber sagen, wenn man die auspackt, ist das schon ziemlich eklig. Ich weiß nicht, warum diese, ich glaube, Cognac-Nudeln nennt man die. Hier steht jetzt Zero-Pasta, Spaghetti, wie auch immer. Oh, ich finde das eigentlich ziemlich eklig, aber in der Pfanne und gut durchwaschen vorher. Also das Zeug gut waschen. Ich weiß nicht, was da alles drin ist, damit das eine Nudel ist. Ich glaube, es ist einfach eine reine Chemiebombe, keine Ahnung. Man merke die Zutatenliste hinten drauf. Klar sind es verschiedene Sprachen, aber es sagt meistens schon alles über das Produkt an sich. Naja, essen tue ich es trotzdem, deswegen, ich habe es nochmal mitgenommen. Mal eine kleine Abwechslung, weil ich sagen muss, die glutenfreien Nudeln, hatte ich schon mal erwähnt, die nochmal warm zu machen nächsten Tag ist so semi-cool. Ja, dann, achso, ich habe noch ein drittes Paket davon, ne? Dann war ich ein bisschen noch im Weihnachtsmodus und habe hier so eine Seife mitgenommen für die Kleine, weil ist wichtig. Vielleicht kommt die auch mit in den Adventskalender. Mal schauen, das ist halt irgendwie ja, so eine Pinguinseife. Fand ich irgendwie ganz cool. Vielleicht packe ich es mit in den Adventskalender. Ich packe es erstmal beiseite. Dann habe ich auch noch was mitgenommen. Ja, ob das jetzt schon für einen Adventskalender ist. Nikolaus, also ist schon ein bisschen teurer als Adventskalender. Steht eigentlich ab 6+. Aber wir waren auf dem Dino-Geburtstag. Tatsächlich ganz witzig. Ich habe es einen Tag vor dem Geburtstag gekauft. Da haben wir auch so Dinos ausgegraben. Das funktioniert ja hier ähnlich. Fand ich total cool. Hat die Kleine bestimmt Spaß dran. Eine Aktivität in der kalten Jahreszeit. Und so. Ich glaube, es hat 6 € gekostet oder so. Steht jetzt natürlich leider nicht mehr drauf. Steht nicht für 0- bis 3-Jährige. Schade, aber wir werden es trotzdem machen. Das werde ich nämlich gleich erstmal verstecken. Ja, dann habe ich zugeschlagen in der Bilderrahmenabteilung. Leute, ich bin fast ausgerastet letztens bei Rossmann. Da habe ich so Fotos gedruckt von unserem Fotoshooting, also eigentlich hatten wir Passbilder gemacht und sie meinte, oh, wollen Sie denn noch andere Bilder machen? Und dann konnte man die in dem Passbilder-Set mit dazu erwerben und die dann auch selbst ausdrucken. Habe ich dann gemacht, stand dann so bei Rossmann und dachte mir, ja, holst du gleich den Bilderrahmen dazu, weil du wolltest sie ja auch mit verschenken. Bei uns ist nämlich November, Geburtstagsmonat und so. Ja, gab es denn zu den Formaten, die aus dem Drucker rauskamen, bei Rossmann gar keine Bilderrahmen?
Deswegen habe ich mir jetzt hier welche mitgenommen. Sind aber, glaube ich, auch die falschen Größen. Ich glaube, ich brauche 15 mal 15. Es gibt nirgendwo so einen Bilderrahmen. Aber ich hatte hier gedacht, vielleicht passt das mit dem weißen Rahmen drumherum dann besser. Dann habe ich noch, ja, das gleiche in Grün nochmal mitgenommen, in der Hoffnung, dass das dann besser passt. Fragt mich nicht. Und hier nochmal einen ganz schlichten in 13 mal 18. Ich finde, zur Weihnachtszeit sollte man immer Bilderrahmen zu Hause haben. Denn irgendein Notfallgeschenk wird immer ein Bild. Sorry, meine liebe Familie. Aber die freuen sich auch immer. Keine Sorge, es gibt auch noch was anderes dazu. Aber Bilder lassen sich ja immer ganz lieb verschenken. So, dann habe ich noch was mitgenommen. Das fand ich ultra interessant. Und zwar hoffe ich, dass ich das jetzt auch richtig verstanden habe. Jetzt habe ich hier so zwei Sets mitgenommen. Einmal mit Dinos. Ärgerlich, wollte ich zur Dino-Party dazu schenken. Zu spät. Und einmal hier mit so Unterwassertieren. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das ein Set für Schrumpffolien, dass ich das selber bemale und dann im Ofen klein mache. So verstehe ich das. Steht auch Schrumpffolien-Set. Ich habe dazu, glaube ich, mal ein Video gemacht, wie man Schrumpffolien selber macht. Aber das fand ich auch ganz cool. Dann hat die Kleine ihre eigenen Schlüsselanhänger am Ende des Tages, so zumindest der Plan. Und kann das selber ausmalen, fand ich auch ganz süß. Oh, für die Kiddies zum selber machen, die freuen sich. Genau, und dann habe ich noch eine Sache gekauft, später für den Adventskalender, Nikolaus oder sonst was. Ja, Paw Patrol. Ich weiß nicht, wer Kinder hat, Paw Patrol geht immer. Von meiner Kleinen ist das ja hier der Lieblingshund. Ich glaube, es ist Sky. Ich bin da immer relativ schlecht, was die Namen der ganzen Hunde angeht. Aber auf jeden Fall ist das hier eine Leinwand, sie kann ihn ausmalen. Und da sind auch die Farben dabei. Es ist mir aufgefallen, hier fehlt einfach eine Farbe. Ich weiß es nicht, ob sie irgendwie runtergeplumpst ist, geklaut wurde oder wie auch immer. Ist mir auch Wumpe. Hauptsache, das Kind kann diesen Hund ausmalen. Wir haben sonst auch genug Farben. Ja, genau. Dann habe ich Leinwände mitgenommen. Ja, also so im Laden. Ja, also ich sag mal so, da steht man dann so im Laden und denkt sich so, ich kaufe mir eine große Leinwand. Wenn ich jetzt hier zu Hause bin, finde ich die eigentlich schon relativ groß. Das ist die Größe 40 mal 50. Das sah im Laden gar nicht mal so groß aus. Deswegen dachte ich, kaufe ich etwas größere doch. Im Laden war das so ein Nichts. Hier in meinem Video passt sie gar nicht rein. Das ist einfach, oh Gott. 60 mal 80, Kinder. Wuhu! Ja, so schaut's aus. Ich glaube, die hat 5 € gekostet. Ich habe da ein cooles Projekt mit vor, da könnt ihr euch drauf freuen. Wo das hier noch Platz findet in meiner riesigen Wohnung, an den ganzen Millionen Wänden, die nicht leer sind, weiß ich noch nicht. Es wird dann wohl eher ein Geschenk werden. Ja, ist wie es ist. So, ein letztes Teil habe ich auch noch besorgt. Und zwar habe ich das eigentlich zweimal gekauft. Fragt mich nicht, wo das zweite ist. Es ist irgendwo im Kofferraum verschwunden. Ein Nachtlicht. Wir haben aktuell ja den Fall der Fälle, dass die Kleine jetzt in ihrem eigenen Bett schläft und es nachts doch relativ dunkel ist und die Batterien alle versagen. Und ich dachte, irgendwie so ein süßes Licht, was passt. Also wir haben das auch noch als Einhorn mitgenommen. Es leuchtet natürlich auch nicht doll. Ne? Aber es verändert so die Farben, finden Kinder ganz toll. Ich finde es ganz schrecklich, bunte Lichter. Aber gut, es ist ja nicht mein Zimmer. Aber doch, oh, ihr seht es, das leuchtet hier schon eigentlich extrem. Also in der Dunkelheit sollte es reichen, um den Weg zu mir zu finden. Allerdings, Cartoon, was ich will, das Kind findet immer zurück zu mir. Nein, Spaß, also ist ja auch gewünscht. Ja, genau. Vielleicht stelle ich davon den Einser noch ins Bad nachts oder so, falls sie alleine aufs Klo geht. Was sage ich? Eigentlich macht sie es nicht. Weiß ich nicht, wie eure Kinder das tun, meine nicht. Ich komme lieber nachts um 3 nochmal mit. Ja, genau. Das war so mein Einkauf bei Action. Eine Sache habe ich noch gekauft. Die kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil sie ist schon verschenkt. Aber ich fand es mega cool. Es war so ein riesen Chupa Chups Lolli mit ganz vielen Lollis drin. Fand ich schon ziemlich cool. Hätte ich als Kind auch gerne gehabt, aber wie gesagt, wir haben ihn verschenkt. Also, falls jemand noch mal ein Geschenk braucht, kam super an. Lollis gehen ja immer, ne? Wenn man denn auch mal Süßigkeiten schenken darf, ist ja immer so schwierig. Aber wir haben es einfach getan. So, kam gut an, fertig ist. So, das war mein Einkauf. Ich sag mal, es hält sich noch in Grenzen. Es gab schon deutlich schlimmere Action-Hauls, aber ja,
Da wird auf jeden Fall noch einer folgen für den Adventskalender, bin ich mir sehr, sehr sicher, aber da muss ich da ganz alleine hin. Ja, und in diesem Sinne, ich sage erstmal für dieses Video vielen Dank fürs Zusehen. Ich verlinke euch hier meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich gerne abonnieren. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.